Hallo, grüßt euch liebe Jugendliche. Ich bin Katrin Förster aus der Stadtbücherei und ich will euch heute herzlich willkommen heißen zu unserem neuen Raum, den wir in der Bücherei eingerichtet haben, der heute am 18. Juni eröffnet wird. Er heißt Booky und wird im Prinzip ein Raum sein für euch. Wir wollen gemeinsam dort eine tolle Zeit verbringen, schöne Sachen machen, Workshops gestalten, immer wieder mal Gäste einladen, die tolle Aktionen mit uns veranstalten. Es geht natürlich auch ums Lesen ein bisschen, aber es geht auch um viele andere tolle Sachen. Wir werden mit sehr viel Technik arbeiten, mit Tablets, mit Apps. Ihr könnt eure Handys mitbringen, könnt Sachen filmen, selbstgefilmtes mitbringen, mit dem werden wir weiterarbeiten. Wir überlegen uns ständig neue spannende Sachen, um ein tolles Programm anzubieten und zu gestalten und freuen uns riesig, wenn ihr euch anmeldet. Ihr könnt die Informationen zu unseren Workshops immer auf unserer Homepage finden, die wird ständig aktuell gehalten. Genau, erste Frage, wo ist denn Booky überhaupt? Booky ist ein neuer Raum, den findet ihr ganz leicht und wahrscheinlich habt ihr ihn auch alle schon mal gesehen. Ihr müsst einfach durch die Jugendbücherei durchgehen und durch die hintere Tür in Booky rein, da seid ihr dann auch schon. Herzlich willkommen euch allen zusammen. Ich heiße Eike Meyer und arbeite hier in der Stadtbücherei Ravensburg und ich möchte den neuen Booky gratulieren. Heute ist der Tag, in dem es eröffnet wird und hier wird es ganz tolle, viele spannende Veranstaltungen geben und garantiert werdet ihr auch bei der einen oder anderen Veranstaltung mich kennenlernen oder sehen. Ich freue mich schon sehr auf euch und wünsche euch einen wunderbaren Start heute. Tschüss! Hallo, ich bin Bodo Klose. Ich gratuliere Booky recht herzlich zur Eröffnung. Mögen dieser neuen Medienwerkstatt viele schöne und spannende Projekte entstehen. Ich selbst bin Theaterregisseur und arbeite im Radiobereich und unterrichte an der Dualen Hochschule in Ravensburg Sounddesign. Und ich freue mich, dass ich im November einen Soundworkshop für Jugendliche bei Booky anbieten werde. Hi, wir sind Luisa und Aliena. Und wir sind vom Institut für Bildungskonsulting in Weingarten. Wir arbeiten im Teilprojekt Social Entrepreneurship und unterstützen dabei Gründerinnen und Gründer bei deren aktuellen Herausforderungen ganz um das Thema nachhaltige Gründung. Dies machen wir zum Beispiel mit Ansätzen des Design Thinkings. Design Thinking ist dazu da, um Probleme zu lösen und um neue Ideen zu generieren. Der Nutzer steht dabei im Vordergrund, weswegen auch sehr zielgruppenorientiert vorgegangen wird. Im Rahmen des Fanprogramms der Stadt Ravensburg habt ihr die Möglichkeit, den Ansatz des Design Thinkings mal auszuprobieren. Zusammen mit uns könnt ihr Ideen für Apps entwickeln, die euren Alltag erleichtern sollen. Wir freuen uns, wenn ihr im Sommer dabei seid. Hallo, mein Name ist Claudia Schild. Wenn ihr kreativ seid, das heißt, gerne Sachen erfindet oder in der Fantasie reist, seid ihr bei mir genau richtig. Denn wir werden Bücher lesen, um die Geschichten lebendig werden zu lassen. Wir werden gucken, welche Figuren denn da Abenteuer erleben oder welche Geschichten dort sonst noch lauern. Ob wir das jetzt in kurzen Animationsfilmen machen, in Bildern oder Comics, das ist in eurer Hand. Guten Tag, mein Name ist Martin Rehm und ich arbeite am Kompetenzzentrum Medien der PA Weingarten. Und ich möchte der Stadtbücherei Ravensburg ganz recht herzlich zur Eröffnung von Booky gratulieren und freue mich schon auf viele gemeinsame Aktivitäten, wie zum Beispiel den Vortrag zu Fake News und wie diese in sozialen Medien verbreitet werden. Bis dahin, auf Wiedersehen, tschüss!